Der Drittliga-Fußball bleibt diese Woche tor- und sieglos. Auch der FC Carl Zeiss Jena schaffte es gestern Abend nicht, gegen Aufsteiger VfR Aalen 3 Punkte einzufahren und musste sich mit einem 0:0 begnügen. Damit wurde zwar die Serie von zuletzt 3 Niederlagen in Folge gestoppt, aber es gab eben auch schon 6 Wochen keinen Sieg mehr für Jena. Ja, und deshalb ist dieses 0:0 weder Fisch noch Fleisch, auch wenn nicht unbedingt zu erwarten war, dass Jena ein Schützenfest feiert gegen Aalen. Trotzdem gingen viele Zuschauer nicht gut gelaunt nach Hause wegen der Nullnummer. Da bin ich ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich glaube, jeder hat sich zerrissen. Es sieht nicht gerade klasse aus, unser Fußball. Aber ich weiß, Schalke spielt, glaube ich, auch nicht momentan besser Fußball und da sind Millionen investiert worden. Doch im Unterschied zu Jena hat der FC Schalke gestern Abend mal gewonnen in der ersten Bundesliga, während Carl Zeiss 2 Klassen tiefer vergeblich das Aalener Tor berannte. Meistens lief alles über Orlando. Ab und zu schaltete sich auch Sebastian Hähnke mit in den Angriff ein. Aber so richtig zwingende Aktionen waren nicht dabei. Selbstvertrauen ist zurzeit Mangelware. Dass wir nach 4 Spielen, wo gar nichts ging, wo wir nur auf die Fresse bekommen haben, auf gut Deutsch gesagt, dass wir hier nicht mit breiter Brust stehen, das war uns auch klar. Wir wussten, dass es ein so gesagtes Dreckspiel wird. Dass man sogar verlieren kann, wenn der Tabellenletzte seine guten Chancen konsequent genutzt hätte. An dieser Szene hier wird deutlich, warum Aalen und Jena im Tabellenkeller stehen. Positiv aus Thüringer Sicht war aber, dass die völlig neue Innenverteidigung mit Eismann und Nicol keinen Gegentreffer zuließ. Für uns war wichtig, dass endlich mal die Null steht, die stand. Und wenn du dann nach vorne aus deinen 3 Chancen auch mal ein Tor machst, dann gewinnst du so ein Spiel. Oder wenn der Schiedsrichter bei Foulspiel im Strafraum einfach mal die Regel anwendet und Elfmeter pfeift. Doch Orlando scheint in der 3. Liga keine Lobby zu haben, wenn selbst so eindeutige Sachen wie hier beim Foul von Kempe nicht geahndet werden. Alles nur am Schiedsrichter festzumachen, ist aber auch der falsche Weg. Jena hatte seine Torchancen, auch in der 2. Halbzeit, und die waren sogar noch besser als in der 1. Doch Orlando fehlt genau wie dem Rest der Mannschaft der Glaube an die eigenen Fähigkeiten. Im Zusammenschnitt sieht zwar alles recht gefällig aus, aber auch der VfR Aalen hatte in der 2. Halbzeit gute Torchancen wie hier Jenas André Luge. Das Unentschieden geht deshalb in Ordnung, auch wenn Orlando in der 89. Minute das 1:0 machen musste. Doch Jena-Fans sind inzwischen Kummer gewöhnt und werden auch diese Nullnummer wegstecken.